Hier gibt es eine Vorgeschichte. Die Vorgeschichte ist so, es war im letzten Jahr eine große Ausstellung in Brüssel, im Royal Centre d'Art Contemporain. Und wir wollten hier eine Ausstellung machen, die anders ist, also keine Wiederholung. Dann habe ich die Räume besichtigt. Dann waren bestimmte Vorstellungen da. Natürlich, also der Aufbau, wir haben einmal, ist die Arbeit, die wird sinnvoll aufgebaut in Bezug auf den Raum, aber auch die ganzen Teile zueinander, die müssen funktionieren. Also auch immer sozusagen ein Dialog zu dem gegebenen Raum. Das ist mir sehr wichtig. Also es ist kein abstrakter Raum oder Symbolraum oder allegorischer Raum, sondern es ist ein Realraum. Das ist natürlich immer auch das Moment des Architektonischen vorhanden. Und auch, die sind ja bezogen auf den menschlichen Körper, muss man auch die Maße sehen, die Proportionen, weil die eben bezogen sind auf Räume, die ich mit dem menschlichen Körper identifiziere. Das sind auf keinen Fall abstrakte Maße, sondern, ich sage es nochmal, bezogen auf den menschlichen Körper. Dann sind Begriffe da wie Skulptur und Plastik, das ist mir auch wichtig. Ich arbeite gern mit durchaus traditionellen Begriffen. Also wenn ich zum Beispiel sage Skulptur, das ist traditionell ist ja Skulptur etwas, wenn ich einen Block habe, Stein oder Holz, wo ich was wegnehme. Plastik ist, wo ich etwas antrage, sei das Gips oder Ton. Nur als Prinzip habe ich das, es wird ja nicht klassisch modelliert oder gebildhauert, sondern ich arbeite mit diesen Begriffen, die primär beim Betrachter, bei der Betrachterin in der Vorstellung eine Rolle spielen. Und dieses Prozessuale, wie gesagt, das würde ich mit dem Begriff Plastik bezeichnen. Und wenn ich handle, damit handle, sei das nun eine Handlung physisch mit dem Körper oder mit der Vorstellung, spielen für mich solche Begriffe eine Rolle. Auch der Raum, der wird in der Handlung definiert oder überhaupt erst entwickelt. Also das ist ein Werkkonzept, das ich Stück für Stück entwickelt habe ab Anfang der 60er Jahre, was damals völlig ungebräuchlich, ungewöhnlich war. Und ich denke, dass das heute immer noch funktioniert. Das ist schon überraschend. Ich meine, das ist mehr als ein halbes Jahrhundert. Das ist weit weg, das ist historisch. Das interessiert uns nur noch am historischen Punkt. Aber es ist in der Tat noch immer in die Gegenwart zu holen. Also das erstaunt mich selbst. Eine Reihe von Stücken, wo man den Körper hinzufügen kann. Also es wird der Körper Bestandteil des Werkes. Oder aber in einer bestimmten Position kann der eigene Körper, wer immer handelt, als Werk definiert werden. Also nochmal zweierlei. Also es ist eine Projektion, die Handlung. Und nicht nur Betrachtung, das ist mir wichtig, sondern es ist eine aktive Imagination, Projektion. Oder auch bei den Stücken ist eine Körperhandlung, also eine physische Handlung möglich. Ja, ich habe in den 60er Jahren die Arbeiten aus dem Werksatz, also womit diese Werkzeichnungen verbunden sind, da stand im Zentrum immer die Handlung. Da hat Farbe keine Funktion gehabt, die hat keine Rolle gespielt. Und ich habe experimentiert und habe zu diesen Wandformationen gefunden, also ein geformtes Gegenüber, aber auch in Verbindung mit Handlung. Wenn ich ein Gegenüber habe, denke ich natürlich auch über Farbe nach, nicht nur über die Stofflichkeit. Bestimmte Farben waren dann ausgeschlossen, also etwa modische Farben. Ein Türkis funktioniert nicht. Wenn ich plastisch denke, das müssen opake Farben sein, die müssen ein bestimmtes Volumen entwickeln. So, und dann war halt die Vorstellung da bei diesen Arbeiten, wenn ich das betrachte, was ist das dann eigentlich? Ich kann sagen, es ist eine bildhafte Plastik oder ein plastisches Bild. Beides geht. Wenn ich den Körper hinzufüge, mache ich es durch die Körperhinzufügung zu einer Art Sockel. Also ein ganz anderer Werkbegriff. Und dann habe ich, was für die ganze Arbeit eine Rolle spielt und auch da wichtig war, der Begriff des Fragments. Also wenn ich dort handle, ist immer die Handlung, die baut ein Werk auf. Aber ich habe die Struktur im Raum, das ist ein Element. Ich habe die Handlung,
die letztlich in der Zeit verloren ist. Ist ja in dem Moment, wo ich die Handlung vollzogen habe, ist sie weg. Wo ist das Werk? In der Erinnerung? Das ist nicht so leicht zu sagen. Hier war es so, dass ich, wie gesagt, wenn ich das betrachte, plastisches Bild, bildhafte Plastik, habe ich eine eindeutige Position, nämlich die Betrachtung und die Projektion des Körpers hinein. Fragment ist es aber, weil ich ja nicht gleichzeitig da drin sein kann. Das ist zum Beispiel eine Standstelle. So. Wenn ich es aber mit dem eigenen Körper komplettiere, also vervollständige, ist es in dem Moment aber wieder ein Fragment, weil ich es nicht gleichzeitig sehen kann. Also diese beide Positionen, die Betrachtung und die Handlung, das bleibt immer auseinander getrennt. Und ein Teil muss ich mir immer vorstellen. Also es ist immer die reale Handlung, der Bezug und die Vorstellung, ist beides Werkbestandteil. Also das sind einfach, wenn ich über Kunst nachdenke, ganz generell, nicht nur über meine Arbeit, ist das einfach hochinteressant. Und wie ist das dann mit der Geschichte? Wo hat es das mal Geschichte schon mal gegeben? Ich wüsste kein richtiges Beispiel. Also das hat mich dazu geführt, diese Wandformation zu entwickeln. Dann habe ich natürlich über, vor dem Hintergrund Bild auch über die nachgedacht, dass es hat ein bestimmtes Volumen auf den Körper bezogen, auch auf den Raum. Die Configurations, die wir haben, die sind ja eher bildhaft. Die haben eine bestimmte Tiefe, die haben Volumen. Aber auch da ist nicht eindeutig zu sagen in der Antwortung, ist das eher ein Bildbegriff oder ein plastischer Begriff. Zumal, das werden wir dann sehen auf diesen Sockeln im Gang, liegen die als Block auch wieder in Lagerform. Und auf der Wand habe ich jetzt einen temporären Aufbau gemacht. Also das ist ein Vorschlag. Ich bin übrigens sehr froh, weil ich glaube, die sind alle gelungen, was nicht einfach war. Weil ich kann das hier nicht irgendwie anordnen, so wie ich denke, so ich muss auf die Fugen achten. Das war schwierig. Aber ich finde, die funktionieren alle. Also dieses Moment des Temporären, das ist ein Vorschlag, dieses Zurücknehmen. Jetzt ist auch wieder, wo ist das Werk? In der Vorstellung? Oder ist der Aufbau so gültig, dass ich sage, das ist das Werk? Aber auch da ist dieses offene, prozessuale Handeln enthalten. Also meiner eigenen Verblüffung ist das über die Jahrzehnte interessant geblieben. Was ich am Anfang nicht wissen konnte. Das ist also Handlung über so eine lange Zeit und es muss sich verwandeln. Wenn Sie etwas jahrzehntelang wiederholen, dann fangen wir an zu gähnen. Das ist langweilig. Auch für mich als Künstler langweilig und für Publikum, Kunst immer. So, also, und das ist, glaube ich, mir möglich gewesen, über die Jahrzehnte mit diesem Begriff Handlung als Werk, Werk als Handlung, Definition mit dem Körper und dem Körper selbst zum Werk zu machen, denke ich, sind über die Jahrzehnte gültige Formeln entstanden. Und wir haben hier, glaube ich, einen sehr schönen Ausschnitt davon. Bei dieser Arbeit, ich meine, das ist auch visuell, das wäre als Ausstellungssituation so, rot-rot. Es können die Stöcke, könnten entnommen werden. Ich könnte etwa das in Beziehung setzen, indem ich das so halte, für eine Weile. Wenn ich hier weitergehe, müsste ich das erstmal tauschen, weil ich finde, gelb-gelb gehört zusammen. Die könnten auch angehoben werden mit den Stöcken. Also die kann ich anheben und nach oben schieben. Und hier müsste ich es wieder tauschen. Also ich bin auf diese Arbeit bezogen, aber auch auf diese Felder. Unabhängig davon ich bin in einer bestimmten Distanz, ich könnte auch da drin stehen, aber in dem Fall würde ich hier stehen und ich könnte mit diesen Stäben wenn ich das so habe, muss ich einen Schritt vorgehen, wegen der Länge. Sag mal, die Zeit, wie lange ich das tue,
ich könnte sie in einer Linie halten oder übereinander. Also das ist ein Formbewusstsein, wie ich es halte, in Bezug auf diese Konfiguration.